So, diese Woche ist die Tanne zu Besuch. Hi. Oh. Ich fange mir alle Clips immer mit so an. So, so. Das ist ganz und, oft, dass das Vlogger ist. Ja. So, 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 so. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Burgermeister. Weil das sind meine Lieblingsburger. Deswegen muss ich die der Tanne zeigen. Ja, ich freue mich. Das hier. Ja. So, jetzt sitzen wir am schönen Wasser mit unserer Burgermeister-Tüte und dem Inhalt Cheeseburger und Pommes und Wasser. Epische Musik los. Oh mein Gott, look at this. It looks so amazing. Hey. Käse-Pommes mit Bacon. Look at this. Bacon. Bacon. Nachdem der Magen voll gefressen ist, machen wir jetzt noch eine kleine Touri-Tour zum Checkpoint Charlie. Das da hinten. Das ist der Checkpoint Charlie. Ich würde euch doch nie wegschmeißen, spinnt ihr. So schnell geht's, ich bin in Köln angekommen. Willkommen im Party. Danke, im Party. Ist das hier das Party-Taxi? Richtig. Hm? Was? Nein, das Party-Taxi. Jetzt ist mir rechts. Yes. Von ihm Moment begleitet von allen Leuten beneidet, Tante Maria kommt vor eintreten. Was? Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich mit der Melina bin. Und der Kaio ist da! Der ist uns nämlich mit dem Rose Punch, der später noch kommt, in Köln besuchen. Und deswegen dachte ich mir, hey, yay, 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 da komme ich immer nach Köln vorbei. Mama, hey. Die Dame hat Berliner gut drauf. Hey, 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 willkommen. Ja. Willkommen in Köln, Kelly. Yeah. Berlin ist 580 Kilometer von Köln vom Flughafen aus entfernt. Echt? Bist du schon mal gefahren? Sind Sie das schon mal Ich bin für UPS gearbeitet. Zwei Jahre lang von A nach B, Österreich, Dänemark, England, Tschechien, Polen, Frankreich, überall. Dänemark, Kopenhagen, 654 Kilometer. Da hat ich aber jemand angerufen. Wer ist das denn? Was passiert jetzt? Digga, der ist mein Freund. Ja, ich erzähle meine, hör mal, UPS von A nach B. Was ist hier los, ey? What is going on? Ich war gerade bei Melina. Ich war gerade bei der Melina, ich bin ihren IHOP gefahren tatsächlich. Die Aufnahme könnt ihr dann bei mir im Vlog sehen. Promo! Lecco Moteco. Lecco Moteco. Und das ist ein anderes Wort für leck mich. Leck mich doch am Arsch. Lecco Moteco. Lecco Moteco. Ja, hört sich nicht so gut an. Ey, was ging bei dir mit diesem Taxifahrer ab? Ich habe keine Ahnung. Ey, ich hatte noch nie so eine krass verrückte Taxifahrt. Das war mega heftig. Und jetzt sitzen wir in einem Etablissement, wo man essen und trinken kann und warten noch auf ein paar andere. Und dann sind wir alle wieder vereint. Ich fasse alle. Wir warten auf andere kleine Hurensöhne. Das habe ich gesagt. Der größte Hurensohn bist du! Geil. Da hinten kommen so zwei, die ich kenne. Ich wollte gerade anfangen zu vloggen, aber auf jeden Fall ist heute schon wieder einige Tage vergangen, leider. Aber es war nicht wirklich filmswert. Wir haben alle nur gechillt und heute geht's ins Phantasialand und das wird mega cool und deswegen dachte ich, ich filme. Hallo Leute! Ich habe so gerade die Kamera angemacht und sehe euch so kommen. Sag mal, seit gestern Nacht hier. Ja, genau, ich bin eigentlich gar nicht gegangen. Wir waren nämlich gestern auch schon hier. Ey, kommen wir auch mit ins Phantasialand? Ich will auch voll Hürden gern, aber wir können nicht. Wieso? Um Sachen zu machen. Oh nein, wir müssen arbeiten oder so. Ja, wir fahren jetzt. Also ich warte noch auf die anderen, weil die sind irgendwie verpeilt und zu spät. Aber um 9 Uhr los. Phantasialand, das ist mein erstes Mal. Habe ich überhaupt schon gesagt, dass wir ins Phantasialand fahren? Ich weiß es nicht. Aber das ist ja so wie Disneyland.
schon irgendwie nur anders und es ist voll cool. Hier gibt es so voll die vielen Gebäude und so. Und wir fahren ganz viel Achterbahn und es wird voll der Fun. Wir fahren jetzt das erste, den Mystery Tower. Das ist so ein Freefall Tower, aber das war wie viel? Ach komm, alle vloggen. Oh, dann höre ich jetzt auf. Ich bin voll textsicher. Ich versuche mal mitzufilmen. Wir sind gerade wieder in so einer Wasserbahn. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Wahrscheinlich packe ich mit spontanisch die Kamera weg. Das wird auf jeden Fall spannend. Schaut voll schön aus. Guck mal. Scheiße, es ist halt nass geworden. Jetzt schon.